Weiter geht's hier bei Paper Mario The Thousand Year Door. Wir haben jetzt einen neuen Bereich von Rohlingen freigeschaltet und der sieht sehr, sehr hübsch aus, wenn ich ehrlich bin. Hier leuchtet auch viel mehr die Sonne rein. Und der versteckt sich hier. Ach, dieses Grün, das gibt Körper und Geist neue Energie. Ich bin gerne hier. Hier ist der einzige Ort in Rohlingen, an dem ich mich wohlfühle. Ja, diesen Gumba kennt man nur als den Paar-Gumba. Den Paar-Kumba. Aber wohl müde ist, er sieht aus, als würde er sich hier ausruhen. Es ist wohl auch wichtig, dass man sich gelegentlich mal eine Pause gönnt. Ja, deshalb werdet ihr auch immer einen Tag warten müssen auf den nächsten Upload. Tja. Lot-Ombula-Tafel. Regeln der Lot-Ombula. Erster Preis, alle Ziffern richtig. Zweiter, letzte drei Ziffern. Dritter, letzte zwei Ziffern. Vierter, letzte Ziffer. Heutige Gewinnzahl. Heutige Gewinnzahl lautet 5792. Hast du gewonnen? Wie, was ist hier? Jedes Los gewinnt. Das ist Lucky Bomb. Er verkauft hier die Lose der Lot-Ombula. Er glaubt an die Gerechtigkeit und wenn er eine Ungerechtigkeit entdeckt, dann solltest selbst du dich vor ihm in Acht nehmen, Mario. Da-da-da-da! Jeden Tag eine neue Chance in der Lot-Ombula! Wirklich wechselnde Gewinnzahlen sorgen für Spaß und Spannung. Soll ich es dir genau erklären? Ja, hau mal raus. Mhm. Mit der Lot-Ombula hast du jeden Tag die Chance auf Supergewinne. Du kaufst bei mir ein Los. Ja? Du kannst jedoch immer nur eins haben oder anstelle dieses eines ein neues erwerben. An dieser Tafel kannst du dann nachschauen, ob deine Nummer gewonnen hat. Wenn das erfahren ist, erhältst du auf der Stelle einen wertvollen Gewinn. Wenn nicht, hast du jeden Tag ab 0 Uhr eine neue Chance. Du solltest jeden Tag nachschauen, dann gewinnst du mit Sicherheit irgendwann. Wenn es 0 Uhr ist, kannst du auf deiner eigenen Uhr sehen. Soll ich dir nochmal erklären, wie es geht? Nö. Brauchst du nicht. Dann kauf am besten gleich mal einen los für 10 Münzen. Möchtest du es? Okay, warum nicht? 6 Cent für einen Heilblock ist mir zu viel, aber 10 für ein mögliches Los? Vielleicht? Vielen Dank. Hier ist ein Los. Oh, yeah. Losnummer ist 4947. Oh, sorry, jetzt habe ich mein Passwort verraten. Na, egal. Mit diesem Los hast du jeden Tag eine Chance, bis du den ersten Preis gewinnst. Oh, du wirst deinen Spaß haben. Schau am besten gleich auf der Tafel nach, ob du gewonnen hast. Okay, ich habe mittendrin der Aufnahme Tage gewechselt, deshalb wird jetzt das andere stehen. Aber was ist unsere Nummer? Trommelwirbel. Verdammt! Nein. Ah, wie schade, hast du nicht gewonnen, ne? Aber morgen hast du noch eine Chance. Hier ist dein Trostpreis. Danke. Ein Pilz. Bis morgen. Gut. Ich glaube, der rastet übelst aus, wenn man jetzt bei der, also auf der Gamecube ging das nicht, aber bei der Switch kann man theoretisch jetzt in den Einstellungen gehen, die Zeit umwechseln und dann halt so cheaten und immer wieder die Zahl wechseln, indem du immer wieder den Tag veränderst. Aber ich glaube, dass er das checkt und dann ausrastet und sich nicht mal einkaufen lässt. Aber ich will es nicht ausprobieren, weil ich möchte natürlich schon noch ein bisschen gamblen irgendwann. Nein, ich habe schon wieder nichts in der Lot-Ombula gewonnen, Mann. Aber morgen klappt's bestimmt. Ich komme wieder. Oder ich bleibe gleich hier. Oh nein, er wird schon süchtig. Ein Bluff, der richtig verliebt in die Lot-Ombula ist. Jeden Tag kommt er her, um seine Losnummer zu prüfen. Oh nein, er ist schon süchtig geworden. Verdammt. Man kann in die Häuser rein, das ist cool. Oh. Hi. Ich weiß nicht, ob das nur ich bin, aber irgendwie sehen die kleinen Toads in diesem Spiel aus, als hätten die ihr T-Shirt falsch rum an, oder? Der Junge wohnt hier, aber er hat Angst, vor die Tür zu gehen. Er wirkt unzufrieden, aber die Probleme seiner Familie können wir nicht lösen. Naja, in diesem Alter hat wohl jeder Probleme. Hä? Was sind denn Probleme? Mein Papa sitzt den ganzen Tag in seinem Büro und schreibt Romane. Aber irgendwie versteht er nicht, wieso kein Mensch sie kaufen will. Manchmal denke ich, mein Papa ist vielleicht gar kein so toller Schriftsteller. Was? Nein. Das glaube ich nicht. Der ist bestimmt richtig beliebt, oder Gumbrina? Ein erfolgloser Autor und Eigentümer des Hauses. Ideen hat er zwar, aber er schreibt mangels Konzentrationsvermögen nur langweiliges Zeugs. Vielleicht weil er eine Familie zu ernähren hat, aber er hat da sicher Talent. Es ist schon traurig. Meine Frau ist da unten in der Spielhalle. Und mit meinem Roman komme ich nicht voran. Ich würde so gerne irgendwo reisen, wo ich neue Inspirationen bekomme. Also Todd hat seinen Job aufgegeben, um erfolgreicher Schriftsteller zu werden, aber niemand juckt sich für seine Bücher. Kommst du noch? Und die Frau ist dadurch
jetzt im Casino abhängig und versucht da irgendwie die Kohle anzuscheffeln. Der kleine Toad ist ganz enttäuscht. Da weiß nicht, was hier abgeht, der Arme. Also, diese Stadt mag ja voll Verbrecher sein, aber hier ist man wirklich sicher. Palmona hat alles so gut im Griff, dass man ganz entspannt shoppen kann. Ist ein Shop irgendwo? Eine Trautdame, die hier im Westen wohnt. Sie liebt das Theater und ist ein echter Fan von Erona. Mhm. Verstehe. Oh. Wer wohnt denn hier in diesem pinken Haus? Schon das nächste Pink aus dem Game. Verschreckend. Heute werde ich wieder den ganzen Tag auf meinem Bett verbringen. Aber warum auch nicht? Ich bin ohnehin so reich. Okay. Der Kümmer, der hier wohnt, alles was er anfängt, er wird garantiert erfolgreich. Wahrscheinlich ist er unter einem guten Stern geboren. Aber sein Leben kommt ihm im Moment so leer vor. Wenn ich den ganzen Tag im Bett bleiben würde, ging es mir wohl genauso. Geld allein reicht eben nicht für ein glückliches Leben aus. Da hast du recht. Aber es hilft zumindest. Geld ist nicht schlecht. Aber ich meine, der eine ist pleite, du bist reich. Wollt ihr irgendwie mal tauschen? Willst du nicht eine Familie haben und pleite sein? Ich glaube, das würde dir besser tun. Und den Typen da hinten? Keine Familie und reich werden? Ich glaube, das ist sein Traum. Wie verkehrte Welt hier. Aber hey, ich bin ja nur der letzte Riesenträger der Mario. Ihr habt doch keine Ahnung, Mama Mia. Hast du Angst? Ein Kind aus der Gegend. Er spielt gerne draußen und treibt sich herum. Manchmal gibt es auch in seiner Familie Probleme. Aber wo gibt es denn nicht, hä? Nein, ich wäre beinahe den Kulita gefallen. Und Mann, hatte ich Angst. Wie soll er da reinfallen? Achso, weil er aus Papier ist, oder wie? Ja, okay, er flutscht so als Papier tot rein. Okay, gut. Ich kann mir gut vorstellen, wo man da rauskommt. Ey, nicht kotzen. Beherrsch dich. Jetzt muss ich das alles sauber machen. Balma-Casino. Oh, Mama Mia. Darf ich da rein? Der Boss hat mir den Laden hier anvertraut. Und wer sich hier daneben benimmt, landet ganz schnell vor der Tür. Verstanden? Okay. Das ist Tritone, einer der Schläger der Palmon-Familie. Er ist für die Sicherheit im Casino zuständig. Er ist erst vor kurzem in die Familie von Ai Palmone aufgenommen worden. Deshalb muss er erst einmal beweisen, was er kann. Ist das so? Ist das so? Aber lässt sich von mir mobben. Na gut, ich habe ja so viel vom Casino gehört. Mario möchte auch bei probieren. Oh mein Gott, ein Gameboy! Rangliste, Ansicht nur mit Mitgliedskarte. Aber wie cool, einfach so ein Gameboy. Dieser Kumpa hier ist ein Stammgast. Anscheinend hat er doch ziemlich viel Glück im Spiel. Es wäre schön, wenn wir auch so viel gewinnen könnten wie er. Ja, wie geht's denn heute, Mann? Was? Wie es mir geht? Ich bin in Topform wie immer. Was ist? Du willst eine dieser Mitgliedskarten, ne? Mit denen man Minispiele spielen kann, wa? Vielleicht überlässt ja jemand eine, wenn du ihm behilflich bist. Ich hab einen Hammer. Ist das hilfreich? Ich kann, ich bin Klempner. Mich hilft das. Ich finde das cool, die Minigames hier sind einfach diese. Ist einfach dieses Roulette-Minigame aus Super Mario Bros. 3. Das ist cool. Also, dieses Spiel ist ganz einfach der aufregendste Ort in der ganzen Stadt. Es ist toll, wenn man auf der Anzeige liest, welchen Platz man gerade belegt. Was? Was mit meinem Mann ist? Gar kein Problem. Wenn der nur seine Romane schreiben kann, ist er total glücklich. Welchen Film schiebst du denn gerade ab? Eine Königin des Casinos. Sie spielt hier jeden Tag. Dabei hat sie doch Mann und Kinder zu Hause. Obwohl in ihrer Ehe alles in Ordnung ist? Offensichtlich nicht. Du brauchst 4 Palmer, um zu spielen. Ein Palmer, um zu spielen. Ich will Palmer haben. Kannst du mir Palmer geben? Guten Tag, Mario. Ich bin Palmos, der Wechselautomat. Für 3 Münzen hältst du ein Palmer. Möchtest du tauschen? Komm, 30 Münzen für 10 Palmer. Wir wollen ein bisschen zocken. Kein Problem. Ja, ein paar V-Bucks gekauft. Los geht's. Ka-chang, plang, schon erledigt. Möchtest du mehr tauschen? Nö. Vielen Dank. Beehren Sie uns bald wieder. Werde ich. Diese Spielhalle wird vom Boss der Palmon-Family betrieben. Die Palmer, die du bei den Minispielen gewinnst, kannst du gegen Prämien eintauschen. Hier kannst du viel Spaß haben und tolle Prämien gewinnen. Okay. Eine Maus in der Spielhalle. Eine Maus in der Spielhalle. Ach, sie hat also hier ihren Spaß. Das ist ein gutes Zeichen, dass sich an diesem Ort anscheinend alle sicher fühlen. Warum ist hier eigentlich sowas platt gedrückt auf dem Boden? Ich glaube, hier soll irgendwas sein. Okay. My Lady. Der nimmt mich irgendwie an Lady Boo, oder? Das ist Blinky. Oh, ich hoffe, sie ist nicht aus Pac-Man. Sie ist Animia Boo. Sie arbeitet hier im Casino. Zwinky aus dem Westen-Shop ist ihre Schwester.
Zwei fleißige Mädchen, wa? Mhm. Ich grüße dich. Willkommen in der Spielhalle. Ah, du bist Mario, nicht? Ich habe schon viel über dich gehört. Du musst zwar die Prinzessin retten, aber bisweilen solltest du dir eine Pause gönnen. Also, womit kann ich dir dienen? Ich will Premium tauschen. Du kannst die Palme, die du im Spiel gewonnen hast, hier eintauschen. Es gibt hier Dinge, die du nirgendwo anders bekommen kannst. Also streng dich doch mal an. Boah, also für sie strenge ich mich auf jeden Fall an. Aber was hatten wir jetzt eigentlich im Sortiment? Bergmischung? Superpilz, stellt 10 KP wieder her. Okay, not bad. Superstar-Orden. Mehr Sternenergie nach Maris Scheunlage. Das klingt geil. Das klingt geil. Das ist bisher das Beste. Und Rabatt. Okay. Man kriegt mehr Geld, verstehe ich da jetzt? Nach Item-Einsatz im Kampf wird der Item-Kaufpreis zum Teil erschattet? Also man kriegt Geld, wenn man ein Item einsetzt. Okay. Aber Superstar wäre auf jeden Fall ein Orden, den ich mir holen wollen würde. Ach, okay, ich verstehe das jetzt erst. Ich habe jetzt 10 Münzen gekauft für 30 richtige Münzen. Habe ich diese 10 Palma-Münzen hier gekauft, ne? Ich könnte jetzt so viele echte Münzen ausgeben, bis ich genug habe, um hier den Orden zu holen. Oder wir gamblen. Also, Glücksspiel. Ich will mal alles hier ausprobieren. Machen wir erstmal das Billigste. Das ist das Billigste. Hä? Was passiert? Ich hab B gedrückt. Daddelautomat! Setze Palma ein und gewinne mit einem etwas Glück ein paar Palma zurück. Ja! Okay, okay. Alge, Alge, Alge. Okay, okay, das ist schon mal gut, das ist schon mal gut. Alge, Alge, Alge. Alge, Alge! Ja! Alge! Eins in den Chat! Hat funktioniert, super. Aber okay, man gibt hier eins aus und kann entweder den einen verlieren oder einen plus machen. Haben wir jetzt 11. Hier geht's aber um große Mäuse. Zockautomat! Setze Palma ein und gewinn noch viel mehr Palma. Wir setzen 4 ein und könnten 8 Gewinn machen oder 0 machen. Alles oder nichts! Oh, 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 hat das denn geklappt? Aber da, ach so. Schaut mal da unten die Symbole, die zeigen an, wie viel man hier verdienen kann, wenn man es schafft. Das kostet aber viel. Okay, Spam ist auch nicht so eine gute Taktik. Einmal noch. Na, toll. Man kriegt aber auch gar nichts, wenn man es verkackt, ne? Oha. Oha. Kann ich das noch zocken oder habe ich jetzt zu wenig? Also ich habe keine Mitgliedskarte. Hä, wie kriege ich eine Mitgliedskarte? Wie geht's denn heute? Ich bin Topform. Mitgliedskarte. Ich muss behilflich sein. Hast du? Kann ich dir behilflich sein? Ich will die Mitgliedskarte haben. Das ist ein aufregender Ort. Mein Mann? Nee. Hm? Hast du eine Mitgliedskarte? Ah, okay. Er erzählt irgendwas von dem Palma-Boss. Vielleicht muss ich ihn irgendwo finden und der gibt mir eine. Das könnte natürlich sein. Ja, okay, ich hätte jetzt gerne diesen Orden, aber dafür will ich jetzt nicht meine ganzen Münzen verzocken. Noch brauche ich sie. Deshalb, wir kommen auf jeden Fall zu diesem Ort auf jeden Fall nochmal zurück. Ich bin süchtig geworden, ich werde zurückkommen. Ja, Kinder, zockt nicht im Casino. Tut es nicht. Das soll jetzt nicht wert sein. Vertraut mir. Nicht, dass er jetzt Erfahrung gemacht hätte oder so, aber dennoch. Tut es einfach nicht. Danke. Und, du bist also mit der Schwester gemeint, wa? Das ist Twinkie. Sie arbeitet im Westenshop. Ein süßes Buhu, oder? Oh ja. Das Buhu-Mädchen im Casino ist übrigens ihre Schwester. Hey, ich grüße dich. Willkommen im Westenshop. Was kann ich für dich tun? Ja, okay. Ist halt das Gleiche. Ja, hier ist einfach das Gleiche. Einfach auch ein Laden, der, glaube ich, aber bessere Sachen verkauft, weil ich sehe da vorne einen Superpilz. 10 KP. Not bad. Aber warte mal. Was ist denn hier eigentlich? Ah, zu. Ich würde ins Lager rein. Lass mich ins Lager durch. Sorry, my lady. Ich wollte dich nicht schlagen. Okay. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Ort hier. Warte mal, ist hier noch irgendwas? Weil hier ist so ein Tor. Oder ist das so angemalt für den Roadrunner? Ne, man kann hier lang. Oh. Oh, man kann hier lang. Die Poster. Oh mein Gott, der Goomba und der Koopa. Ich will die nicht treffen. Die haben bestimmt eine Pistole. Was geht bei euch ab hier? Ich finde es viel spannender, den Zug anzuschauen, als damit zu fahren. Wenn man drin ist, sieht man gar nichts mehr von seinem imposanten Äußeren. Und ehrlich gesagt, könnte ich mir die Fahrkarte sowieso nicht leisten. Brokey Mokey? Das ist Lucky Tone, ein großer Fan der Eisenbahn. Man trifft ihn ständig hier.
Eigentlich würde er gerne mal mit dem Glimmerliner fahren. Aber ihm fehlt das Geld, deshalb schaut er sich den Zug einfach nur an. Man wünscht ihm, dass er irgendwann zu Geld kommt. Was hat zumindest genug spart, um sich eine große Zugreise leisten zu können. Ich hätte ja was abgeben können, aber... Sagen wir, du keine Sternensplitter zum Zurückgeben hast oder irgendwelche Orden, gebe ich sie dir nicht. Pech. Der Glimmerliner fährt nach Bad Glimmerich. Passagiere können nur mit dem Ticket einsteigen. Ich habe kein Ticket. Das ist der Bahnhofsvorsteher von Rohlingen. Er kontrolliert die Fahrkarten. Der Mann liebt Eisenbahnen. Hobby ist Modelleisenbahn. Zugmodelle, die er sich als Kind nicht leisten konnte, kauft er sich jetzt einfach alle. Krass. Und du? Die ist immer hier. Sie liebt Begegnungen und Abschiede auf dem Bahnsteig. Ich kann das gut verstehen. Auf Bahnhöfen werde ich auch immer sentimental. Ich liebe Bahnsteige. Und sie getragen müssen sich ja schon abgeschmückt haben. Oh, wie aufregend. Ich habe gar nichts Besseres zu tun in ihrem Leben. Und hier ist wieder so ein Boden, den ich nicht aufkriege. Ich frage mich, wann wir die Ability endlich bekommen. Aber interessant, dass wir die Orte jetzt schon mal finden könnten. Speichern! Ganz wichtig. Okay, was geht ab? Der Flug ging nach Falkenheim. Um mit uns zu reisen, brauchst du aber, wie gesagt, ein Ticket. Habe ich nicht. Ein eingeschalteter Luftfahrtgesellschaft. Er kontrolliert die Flugtickets für die Passagiere. Eigentlich liebt er das Meer. Als Kind wollte er zur See fahren. Aber dann hat es ihn zur Luftfahrtgesellschaft verschlagen. Pech. Aber Luftschiffe sind schließlich auch Schiffe, oder? Copium, Cope, Cope, Cope. Er wollte unbedingt Seefahrer werden, aber ist jetzt Flugzeugflieger. Ja. Schiff ist Schiff. Könnte man sagen. Ich würde das nicht so sagen. Aber okay, ich wollte mich nur in diesem Bereich mal umschauen. Das habe ich somit getan. Und irgendwie bin ich nicht schlauer geworden, was es denn jetzt auf sich hat mit diesem Schlüssel. Ich gehe nochmal zurück. Aber wir haben ja einen Auftrag bekommen, dass wir einen Schlüssel... Hi Luigi. Mario. Wir haben ja einen Auftrag bekommen, dass wir einen Schlüssel suchen sollen. Aber... Keine Ahnung, wo der sein soll. Ich frag nochmal nach. Das hast du wachen. Ich glaube, ich habe den Schlüssel auf dem Weg zum Ordenshop verloren. Okay. Ordenshop. Ich glaube, dass damit der Typ hier gemeint ist beim Geigen. Weil der verkauft doch Orden. Er ist doch so eine Art Ordenshop. Hier, der Typ hier. Also könnte ich mir vorstellen, dass es hier irgendwo rumliegt. Oder der Typ selber es vielleicht hat. Ich rede mal mit ihm. Ja, willkommen. Ich habe ganz viele Sorten von Orden im Angebot. Mario, okay. Erdbeben trifft Boden und Deckengegner. Beim Angriff imitiert Mario Peach Stimme? Und das kostet so viel? Aber das klingt schon lustig irgendwie. Irgendwie will ich das haben jetzt. Was haben's? Angriffskraft von Sprüngen steigt um 1. Aber Mario kann den Hammer nicht mehr verwenden. What? Nein! Also Challenge waren wir das lustig, aber nein! Boah, ey, ich will diesen Soundeffekt-Chip haben, der ist lustig. Und kostet mich auch keine OP. Ach, ist das ein Item? Ich glaube, Wutbeben ist nur ein Item, kein Orden. Hätte mich auch gewundert, das wäre viel zu OP gewesen. Ich weiß nicht. Aber, Kollege, kann das sein, dass du hier nicht irgendwo was verloren hast? Ich meine, da oben ist ein Schlüssel. Aber von welchem... Warte, kann ich in das Haus nach oben klettern? Ah, hier war ja Cosario. Cosario, der gute Alte. Und hier konnten wir nicht lang, oder? Hä? Was zum... Hä? Jetzt ist es offen. Okay. Okay. Akzeptiere ich. Jetzt ist es hier offen. Und wir haben den Hausschlüssel. Okay. Na gut. Dann ist es wohl so. Schau mal, was wir hier haben. Der nostalgische Töneorden. Spiel im Hintergrund die Musikstücke aus der GameCube-Version. Ich grüße dich. Sei willkommen vom ganzen Herzen. Neue Kunden erkenne ich sofort. Also lass mich dir kurz erklären, wie unser Laden hier funktioniert. Hier auf der Theke findest du ein erlesenes Angebot von Orden. Ach, du bist der Ordenladen und ist nur der Ordentyp, aber du bist der Laden, okay. So, ich muss den Kauf dir unbedingt ans Herz legen, ja? Wenn du etwas Seltenes suchst, schau auf die Kartons auf der rechten Seite des Ladens. Das wäre schon mal das Wichtigste. Okay.
Das klingt schon mal sehr gut. Ich möchte auf jeden Fall den Orden haben. Ich werde ihn aber nicht ausrüsten. Ich will ihn nur schon mal haben. Weil er nur 1 Cent kostet, mehr nicht. Du bist auch der einzige neue Orden in diesem Spiel. Herzlich willkommen, bitte schalte hier ruhen. Das wäre ich. Tu mir nichts, P. Hat dein Partner 5 KP oder weniger. Okay, geht's daneben. Deswegen Maus KP auf 5 oder weniger. Nur noch halben Schaden. Das ist not bad. Fortuna. Blumensegen. BP regen sich langsam. Unterschiedlich stark. Okay, not bad. Lieb umgeht die gegnerische Verteidigung. Ist alles eigentlich ganz gut, aber ich weiß auch nicht. Hier sind noch einige mehr. Mehr Sternenergie nach Mario Schollenlage. Ja, okay, den haben wir vorhin gesehen. Aber das muss man jetzt zusammenrechnen, ne? Hier kostet der 80 richtige Münzen. Im anderen Laden waren es, glaube ich, was waren das? 30 oder so von diesen super komischen Münzen? Und 10 von diesen super komischen Münzen kosten 30 Münzen. Ich glaube, hier ist billiger. Bin mir aber nicht sicher. Bisher ist das Spiel noch nicht schwer. Deshalb werde ich mir noch keine Orden holen. Wenn das Spiel aber schwerer wird für mich, werde ich es auf jeden Fall machen. Jetzt, glaube ich, bevor wir zu Chapter 2 gehen, möchte ich erstmal noch ein paar Quests hier machen, weil ich finde das mit den Quests interessant und ich möchte herausfinden, was man denn hier so alles noch vor Chapter 2 alles noch so erreichen kann. Weil es scheint ja ziemlich viel zu sein. Ich habe ja jetzt die Folge richtig viel ausnutzen können mit ganz vielen Sequenzen. Ich konnte jetzt super viel zeigen heute. Na, hast du ihn gefunden? Jupp, hier ist er. Bitteschön. Ah, mein Schlüssel. Ah, endlich kann ich ins Haus. Danke, Mann. Hier deine Belohnung. Okay, 30 Münzen. Ich dachte, das ist so eine Münze jetzt wie bei wie Koopa Leben, aber nee, zum Glück nicht. Komm jetzt rein. Auftrag ist erledigt. Okay. Und ja, wir können hier rein. Ihn juckt das jetzt wohl nicht. Hey, was machst du denn hier? Sollst du nicht rein? Oh, sorry. Lorenzo, der Wächter. Er ist mit Lonzo verwandt. Er sieht zwar gefährlich aus, aber in Wirklichkeit ist er ein offenherziger Mensch. Man soll die Menschen eben nicht an ihrem Äußeren beurteilen. Ja, deshalb lässt er uns eigentlich auch rein, obwohl er es eigentlich nicht will. Genau. Warum wackelt das? Ist hier irgendwas? Ich habe das Gefühl, dass sich hier irgendwo ein Geheimnis verbirgt. Weil irgendwie muss ich doch hier irgendwo langkommen. Ne, jetzt mal ohne Witz, hier muss irgendwo was sein. Schaut euch das mal an. Wenn Mario so nach unten mit dem Hammer angreift, wie das aussieht. Schon echt seltsam. Nee, okay, keine Ahnung. Ich dachte, vielleicht könnte ich hier so Jump'n'Runs machen und dann bin ich auf der anderen Seite des Hauses, da rechts, bei den Kisten, aber geht wohl nicht. Okay, ist nicht so schlimm. Machen wir erstmal ein paar mehr Aufträge. Was haben wir denn noch so im Sortiment? Zeig mal her. Liefere Zeugs von Eigenbone. Mein Name ist Eigenbone und ich habe eine Lieferung zu überbringen. Leichter Job, Mann. Ich kann aus gewissen Gründen nicht in die Stadt gehen. Du weißt schon hier. Dies, das. Ich habe schon ein bisschen gedealt. Also hol einfach das Zeug hier ab. Du findest mich am Rohlinger Markt hinter dem Haus von Rakelty. Das heißt, du hast illegal gedealt und sagst aber trotzdem deine Adresse? Bist du dumm? Aber gut. Wir müssen aufnehmen? Ja, mich aufnehmen. Den Auftrag. Okay, gib dir Mühe. Werde ich. Okay, ich glaube, ich weiß sogar, wo der ist. Der müsste sich hier im Hintergrund befinden. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was er da erzählt hat. Ich will an diese Kiste rankommen, Mann. Na, auf jeden Fall hier. Hinter Rakeltys Haus. War das nicht hier? Bist du das nicht? Doch, ist er. Man weiß nie, wer ihn beobachtet. Also mach schnell, ja. Hier ist irgendwo die Police. Übergib das hier, Gumbaniel. Du findest ihn vor dem Haus von Professor Gumbart. Und pass auf, dass jemand verfolgt. Ja, du tradest illegal Drogen. Und die Polizei darf es nicht herausfinden, Mario. Und Peach vor allem nicht. Da bist du übrigens ein Sternsplitter, kann er nicht daran kommen. Ich wollte es mal erwähnt haben, dass ich ihn gefunden habe. Aber ich finde das irgendwie auch cool. Ein Mario-Spiel, eine Quest zu haben, wo du Drogen mit anderen Goombas tauschen musst. Also, das hat was. Das hast du nicht in jedem Mario-Abenteuer. Das kann man so viel so sagen. Du bist das, oder? Ah, du hast das Paket. Oh mein Gott, Luigi. Psst, Luigi, du musst heißen. Ach, das Zeug. Ja, das nehme ich dir natürlich ab. Ich werde dafür sorgen, dass es niemand findet. Sag das Elgumbion. Und so, du solltest die Sache hier besser schnell vergessen. Also, vergiss nicht. Vergiss es.
Geh und hol dir deine Belohnung von Elgin Bone. Du bist erst fertig, wenn du dem Auftraggeber gesagt hast, dass alles erledigt ist. Okay. Dann gehe ich jetzt nochmal zurück, hol mir meine Belohnung. Und dann ist es erledigt. Hm. Okay, ich glaube, wir machen nächste Folge. Also wir werden dann jetzt natürlich in dieser Folge auch noch ein paar machen. Aber ich glaube, wir werden nächste Folge tatsächlich noch mehr von diesen Aufträgen machen, weil die machen tatsächlich Spaß. Wer hätte es gedacht? Nervige Nebenquests machen Spaß? Krass. Na, hast du übergeben? Oh, puh. Da ist mein Kopf aus der Schlinge. Ach ja, deine Belohnung. Mein Kopf lasse ich mir schon was kosten. Da bitte. Auch 30 Münzen. Naja, okay. Ist halt so Standardlohn, schätze ich. Na gut. Der Drogendealer. Dem Drogendealer wurde somit geholfen und wir kriegen Cash. Und nicht nur das. Das Cash hat ein bisschen irgendwie Farbe dran. So rote Farbe. Ah, das hat bestimmt nichts zu bedeuten. Kann man bestimmt waschen. Na gut. Gehen wir zum Auftragsgeber und sagen dem: Ja, Mama Mia, wir haben das sehr Gute getan. Yeah. Der wird bestimmt glücklich sein. Was geht ab? Okay, nächste Mission. Oh, da werden auch die fertigen angezeigt. Warum auch immer. Kann man die nochmal machen? Nee, kann man nicht. Kann man sich nur nochmal durchlesen, wenn man will. Marktforschung von Wuff. Ich bin Wuff. Ich möchte ein neues Geschäft eröffnen. Da brauche ich Informationen über die marktüblichen Preise. Natürlich kann ich nicht selbst zur Konkurrenz gehen, um mich zu informieren. Ich möchte wissen, wie viel Feuerblume, Schäfchen und saures Tonic hier kosten. Du findest mich direkt vor diesem Gebäude. Okay. Werden wir ihm helfen. Ich meine, das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht schlimm. Und, hast du die Preise in Erfahrung gebracht? Ja. Na dann, sag sie mir. Also, was kostet eine Feuerblume? Ich weiß es nicht mehr. 10? Ein Cent ist zu wenig dafür. Hm, na gut. Und was kostet das Schäfchen? 8? Ich weiß es nicht. Ah, wirklich? Und was kostet das saure Tonic? 15? Keine Ahnung, Mann. Mama Mia. Unglaublich. Ist ja kaum zu unterbieten, dass die das so billig verkaufen kann. Ha, so richtig lohnt sich das nicht, hier in einen Laden aufzumachen. Das war sehr informativ. Fehlt eine Belohnung. Was, habe ich richtig geraten jetzt? Oder habe ich ihn jetzt voll reingelegt? Das wollte ich gar nicht. Ich dachte, ich muss erstmal mit ihm reden, um das anzufangen, aber nee. Krass. Ja, ich habe ein bisschen gespeedrun jetzt. Cool. Cool. Hat Spaß gemacht. Danke. Danke fürs Gespräch. War sehr nett. War sehr hilfreich. Fang den Kerl von Gumbo. Hallo, mein Name ist Gumbo. Bring mir den Kerl, der mich beim Kartenspiel betrogen hat. Der hat meine Pokémon-Karte geklaut. Das findest du mich auf dem Rohlinger Markt. Sprich mich einfach mal an. Okay, wir müssen ihm seine Pokémon-Karte zurückholen. Wer würde denn sowas Grauenhaftes tun? Dem müssen wir auf die Sprünge gehen. Yahoo! So, der hat gesagt, der ist hier. Oder? Hat er nicht gesagt? Bist du das? Scheint sie überhaupt keine Ahnung zu haben, also hör kurz zu. Nee, der labert nur über das Game. Nee, das ist doch falsch. Sorry, ich wollte ihn gar nicht hauen, das ist so ein Instinkt bei mir. Ah ja. Wenn der Bildschirm so ein bisschen schwarzer wird, dann ist es auf jeden Fall richtig. Ah, das klang jetzt dumm. Wenn die Balken hoch und runter kommen, ihr wisst, was ich meine. Hallo, du hast also den Auftrag angenommen. Okay, hör mal zu. Der Bandit Ganovo hat mich beim Kartenspiel um viel Geld geprellt und meine Pokémon-Karte geklaut. Ich will beim Rechen, aber der Kerl entwischt mir immer zu. Er muss irgendwo hier in Rohlingen versteckt halten. Also, find ihn! Die Banditen erkennen sie an ihrer Maskierung und dem blauen oder grünen Umhang. Es gibt einige in Rohlingen. Der hier flüchtet sofort, wenn du ihn ansprichst. Du wirst reich belohnt, also find ihn! Okay, also wir suchen einen Banditen mit einem Umhang. Ich meine, dass hier links einer wäre. Nicht? Wo ist eine Tür? Aber die ist zu, oder? Die ist nicht zu und letztes Mal warst du nicht hier. Was willst du? Kam mir einfach in mein Versteck reinspaziert. Was soll denn der Blödsinn? Hä? Aber wenn du schon mal hier bist, wie gefällt es dir hier? Hm? Schwer zu finden, oder? Ja, perfektes Versteck natürlich. Wer ist das? Ein Bandit, der sich in diesem Haus versteckt. Ihm scheint diese Bruchbude ja sehr zu gefallen, aber er sollte es mal putzen. Ja. Das ist irgendwie ekelhaft, was auch immer das für Farbe an den Wänden ist. Na gut, Freunde, ich werde noch diesen bösen Halunken suchen. Und beim nächsten Mal zeige ich euch,
wo er sich befindet. Sowie wo ihr die Ansprechpartner findet für die nächsten Quests. Vielleicht haben wir auch schon Chapter 2 dann. Gesehen. Bis in der nächsten Folge.